Ja. Vielleicht sollte ich Elektroingenieur werden. Nee, bitte nicht. Tausend Dank! Vielleicht solltest du dich die große Elektrospinne nennen. Okay. Oh ich finde Spider-Man ganz gut. Oh, er hat geschrieben, dass er bald da ist. Einmal brauche ich noch Hilfe. Oh, das Display sieht sehr geil aus. Das sieht richtig cool aus. Vijay schreibt mir. Was? Ein Whiteboard? Hm. Oh, Vijay. Was das wohl wird. Ich schau mal gerade nach den Preisen aus Fun. Oh je. Moment. Das ist die Gleichung, mit der er mir beim ersten Date geholfen hat. Lerntreffen. Lerndate? Psst, Spider-Man. Das ist der erste Hinweis. Drehst du es um? Okay, in diese Richtung also. Okay. Was okay, ist das? Das ist ja romantisch, oh, ist ja widerlich. In diesem Film hatten wir unseren ersten Kuss. Komplett mit Spangen und Lippenpflegestift. Trotzdem, bester Kuss überhaupt. Spider-Man, das Poster hängt fest. Würdest du mal ziehen? Oh. Vijay muss im Hof sein. Hallo, Tankdeckel. Zeit für die Enthüllung. Setz dich und schnapp dir etwas Popcorn. Popcorn. Nur bei Whitewall für 122 Euro, bei uns in der Uni 25. Von nach dir. Boah, okay. Du warst schon immer ein besonderer Typ. Und zum Glück bist du mein besonderer Typ. Ich liebe dich, Lukas. Willst du... Willst du... Schuhe? Nicht ganz. Oh nein. Ich muss auf was tun. Okay, wir haben das gerade gleichzeitig gesagt. Hallo, El Orso. Ich muss meinen Kettenblitz nutzen. Schulball? Oh, Vijay, na klar. Paillettenblazer-Pärchen-Look? Oh yeah. Puh, das war knapp. Spider-Man! Komm runter, damit ich mich bedanken kann! Gute Nacht, Dori, schlaf schön. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Heilige Scheiße! Du hast wirklich Spider-Man dazu geholt? Was für ein Tag! Alles für die Liebe, Leute. Ich freue mich für euch. Genießt den Schulball. Hier ist noch eine. Drohne verloren um irgendwann Uhr. Kann nicht so schwer zu finden sein. Sind da nicht Tracking-Chips drin? Ja, allerdings antwortet dieser nicht mehr. Vielleicht doch schwerer als gedacht. Alles klar, bin gleich da. Dong. Oh, hätte ich das gewusst, dass das geht? Dann wäre ich auf den höchsten Turm gesprungen, geklettert und wäre dann von da so runtergeknallt. Wie soll ich das Ding jemals finden? Hey, vermisst du eine Spielzeugdrohne? Sie ist weg, aber sie ist kein Spielzeug. Ich habe damit Luftaufnahmen für mein Abschlussprojekt gemacht. Ich würde selbst suchen, aber die Verbindung brach ab bei... X gleich 90 Meter und Y gleich 12 Meter. Was? Klingt nach dem Gebäude im Nordosten. Hilfst du mir? Das Projekt ist am Freitag fällig. Oh, genau. Moment, das wusstest du? Ich, komm herum. Hör vieles. Ich bin Spider-Man. Ah, okay. Also wirst du dich umsehen? Mach ich. Sie muss auf einem Dach liegen. Schau mal beim hohen Gebäude im Nordosten des Campus.
Mit einem Schattenfugenrahmen ist A0 bei 405 Euro. Okay. Jo. Schnapper. Bilder können teuer sein. Die Drohne muss hier irgendwo ja sein. Da ist sie. Hey, die Daten sind beschädigt. Die Kamera geht nicht an, aber sie fährt hoch. Dachte ich mir. Danke. Nun, da du schon dort oben bist, kannst du vielleicht ein Bild vom Campus machen? Das könnte klappen. Ein Bild der Häuserbrücke vom Dach aus wäre schön. Geht das? Perfekt. Was für ein Bildaufbau. Und das Licht. Du hast einen guten Blick dafür. Wie wär's mit noch ein paar mehr? Es wäre ideal, wenn du noch ein Bild von den zwei anderen superhohen Gebäuden machst. Okay. Zu den hohen Gebäuden, ein paar Fotos. Das kriege ich hin. Sag mal. Springt sie die ganze Zeit so weit weg? Ganz ruhig. Tolles Bild vom Hof. Definitiv der beste Platz zum Essen. Die Schüler am Campus werden es lieben. Personalbüro? Ist dieses Abschlussprojekt Teil des diesjährigen Videos zur AV-Club-Bewerbung? Wenn dieses Bild die Neuen nicht beeindruckt, dann weiß ich auch nicht. Okay, weiter. Ich habe vergessen, dass wir den Alltag der Schüler festhalten müssen. War ja klar. Nur drei Bilder davon und wir sind fertig. Nochmal drei Bilder. Wir wollen Aufnahmen vom E-Sport-Team, dem Drohnenclub und dem Gewächshaus. Also pro Bild jetzt auch 405 Euro? Natürlich auch die, die wir schon gemacht haben. Ja. Deal ist Deal jetzt. Du machst gerade deren Hausaufgaben. Das ist ja richtig toll. Das freut mich. Nein, bleib doch mal da drüben. Schon 12 Uhr, wo ist die Zeit hin? Bitte was?
Was? Nee. Hammer. Eine spontane Aufnahme. Weißt du, was noch ein Hammer ist? Ich bin kein Gamer. Hallo, what are you? Tolles Actionfoto der Drohnen. Du hast die Bewegungen gut eingefangen. Ja, ich hab. Ja. Hm. Das mache ich auch gerade mit sehr viel Leidenschaft, weil, ja, ja. Das ist perfekt. Einer meiner liebsten Rückzugsorte am Campus. Pflanzen sind gute Gesellschaft. Hey, während du da oben warst, habe ich an der Drohne... Vorschlag und Werkzeug, sehr gut. Aber wenigstens fliegt sie noch. Noch ein kleiner Gefallen. Mehr brauchen wir nicht. Wirklich. Meinungsverstärker? Könnten wir eine Aufnahme so sieht's aus. Vom gesamten Campus aus der Luft haben? Triff uns auf dem Dach, um den Überflug zu starten. Okay, ich besorg dir was Schönes. Der Fotografen-Simulator. Ja. Wir retten nicht die Menschen, wir machen Fotos. Kannst durchschwingen oder gleiten. Hauptsache ist, du hältst die Kamera nach oben. In der Luft. Ich hab's. Okay. Und los geht's. Dieses Ding ist schnell. Und, ups, da lang. Oh wow, okay, das, die Mission werde ich nicht mögen. Lass ich vorlesen. Du kannst durchschwingen oder gleiten. Hauptsache ist, du hältst die Kamera nach oben. In der Luft, ich hab's. Und los geht's. Wo willst du hin? Dieses Ding ist schnell. Da lang. Wird keine gute Aufnahme. Ah, Mann. Nacht, Nino, schlaf gut. Ist das ein Panzer? Du kannst durchschwingen oder gleiten. Hauptsache ist, du hältst die Kamera. Oh ja. Oh, okay. Ich hab's. Und los geht's. Dieses Ding ist schnell. Da lang. Wird keine gute Aufnahme, wenn ich mittendrin bin. Ah, das ist doof. Da bekommt man Lust auf Kürbis. Du kannst durchschwingen oder gleiten. Hauptsache ist, du hältst die Kamera nach Schöne oben. Kürbissuppe. In der Luft. Ich hab's. Und los geht's. Dieses Ding ist schnell.
Da lang. Ausgezeichnet. Danke für deinen Einsatz. Ein ganz normaler Tag. Gute Nacht, Thor. Und geschafft. Dank dir wird das Bewerbungsvideo echt spitze werden. Du hast nicht zufällig Lust, 10 Stunden für mich zu editieren? Das überlasse ich lieber. Ist klar jetzt. Ist klar. Wow. Ich mache schon die ganzen geilen Aufnahmen und Videos und... Dann soll ich auch noch schneiden. Ja, du hast ja wohl nicht an. Was gezeigt ein Prowler-Versteck in der Nähe? Da ist es. Das sollte ich verschieben können. Die Netze halten das Rad schon fest. Mit Kürbisöl, aber nicht zu viel reinmachen, sonst bekommst du Flitzekacke. Gut, gut zu wissen. Dann weiß ich ja, wie ich euch noch mehr durchfeuere. Ich meine, was? Do it! Okay, Iko, ich fange bei dir an. Nice. Sie freut sich über Durchfall, das ist ein komischer Fetisch. Melonsalat mit ganzen Früchten. Hey Haley, was geht's? Iko. Denen du bei Brooklyn Visions geholfen hast, sie haben ein Dankesgeschenk für dich gemacht. Das ist lieb, aber Spider-Man nimmt keine Geschenke an. Nur Umarmungen. Haha, Umarmungen sind super. Aber du wirst dieses Geschenk gebrauchen können. Schwing beim Dachgarten vorbei, wenn du Zeit hast. Hey Miles, es kam eine Nachricht aus dem Versteck in meiner alten Wohnung. Du hast im Penthouse gewohnt? Damals, in den frühen Prowler-Tagen, als ich für Fisk gearbeitet habe. Fisk? Ja, ich weiß. Ich weiß noch, wie ich die Schlüssel bekam. Ich wollte meinen großen Bruder so sehr beeindrucken. Aber er schämte sich, weil er wusste, wie ich sie... Warte, Sekunde! Hier muss es ein Prowler-Versteck geben. Da ist es. Vielleicht.
Vielleicht muss ich ihn woanders hin bewegen. Alles klar, okay. Schlaf gut. Davon habe ich schon viele geöffnet. Immer her damit. Loot. Noch einer weniger. Du hättest nicht herkommen sollen. Nicht? Das ist schade. Hey, Leute, für einen Hinterhalt müsst ihr euch cleverer anstellen, ja? Ach, das sind diese neuen Typen. So, ich kleb dich an die Wand. Du kannst dich dazu gesellen. Ende. Onkel Aaron hatte recht. Sie waren hinter seiner Technik her. Authentic. Alles in Ordnung, Junge? Es gab ein paar unbefugte Zugriffsversuche auf meinen Vorrat im Versandhof. Ja. Die Gruppe, die Lee entführt hat, war hier. Sie müssen echt gut sein, wenn sie es gefunden haben. Nicht mal dein Vater hat es geschafft. Dad? Es war der erste Showdown zwischen Officer Jefferson Davis und dem Prowler. Ich musste stundenlang im Frachtcontainer warten, nur um ihn abzuhängen. Ich wünschte fast, er hätte mich damals dort erwischt. Ich wollte nie, dass er da reingerät. Naja, ich bin froh, dass du da jetzt raus bist. Pass auf dich auf, Onkel. Du auch, Mann. Mach ich. Was geht? Ich durchkreuze euren Plan. In der neuen Welt ist kein Plan für dich. In der neuen Welt? Okay. Klebrige Netze, wenn ich bitten darf. Wow. Wow. Was ist denn das für eine Waffe? Ja, der hat uns gerade angekokelt des Todes. Autsch. Hey, wir sollten uns auf einen Drink treffen oder so. Au. Das hat wirklich wehgetan. Sehen seid was. Und wie fit seid ihr noch? Hellwach, super fit. Ja, fit, weil ich vom Programmieren direkt wieder genervt bin. Also das Übliche, okay. WB, Seni. Bin gerade erst aufgestanden. Oh. Das ist nicht gut. Hallo, liebe Leute, was gibt's Neues? Ich habe heute die wunderbarste E-Mail in meinem Postfach gefunden und muss sie einfach mit euch teilen. Hier steht: Liebe Danica, ich weiß, dass du im Moment nur über hochkarätige Stories berichtest. Aber ich möchte trotzdem ein öffentliches Dankeschön in deiner Show loswerden. Ich bin an der BBA und hätte ohne die Hilfe von Spider-Man niemals eine 1 für mein Abschlussprojekt in Cinematografie bekommen. Ich war so dankbar, dass ich meinen neuen Monster nach ihm benannt habe. Dass er sich trotz der schwierigen Lage Zeit für mich genommen hat, bedeutet mir viel. Manchmal schlagen auch kleine Taten große Wellen. Wenn du das hier liest, vielen Dank. Alles Liebe, Odyssey. Oh, Odyssey. Ich liebe solche Geschichten. Assassin's Creed Odyssey war super, ja. Deswegen hier meine Aufgabe für euch alle.
Vollbringt heute eine kleine gute Tat. Macht einem Fremden ein Kompliment. Spendiert einem Freund einen Kaffee. Werft eine Münze in die Parkuhr. Ja, spendiert mir einen Kaffee. Irgendwas? Man weiß nie, was man bewirkt. So, das sollte an guten Ratschlägen für diese Folge reichen. Passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen. Oh, das ist süß. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Mach, spiele nebenbei noch Cyberpunk. Ja. Sehr geil. Passt perfekt. Oh lol, was zur Hölle? Oh, ein neuer Anzug. Brooklyn Visions ist super. Stolz auf Brooklyn. Ich werde es vermissen, wenn ich auf dem College bin. Aber ich muss ehrlich sein, ich finde den Anzug sehr hässlich. Captain Spider-Man, ja. Es gibt noch verschiedene Versionen, meine. Hier. Oh boy. Oh, das ist der Anzug wieder, den finde ich voll geil. Also, der Anzug... Sein Hintern ist aber jetzt noch... Oh, ja, ja, ja. So ein bisschen. Oh, geil. Hey, Pete. Kommst du zur Stiftung? Klar. Ich bin gespannt, was du mir zeigst. Super. Ich freue mich auch. Ups, MJ ruft gerade an. Bis später. Hey, wie geht's? Gut. Oh, er hat sogar Krallen. Harry telefoniert. Ah. Das mit der Stiftung könnte echt spannend werden. Oh, gut. Bei mir gibt es ebenfalls Hoffnung. Ich weiß, welche Technik beim Gefangenentransport zum Einsatz kam. Hochmoderne DARPA-Technik. Wer auch immer das war, hat jede Menge Ressourcen. Miles glaubt, den Anführer gesehen zu haben. So ein Großweltjäger-Typ mit Fellweste. Interessant. Ich recherchiere weiter. Landet diese Story auf der Titelseite, finden wir sie vielleicht schneller. Und mein Job ist gerettet. Chief Clark, alles okay? Wir sind dabei, ein durch Sandmans Angriff beschädigtes Krankenhaus abzureißen. Aber die Trümmer sind den Technikern im Weg. Wenn du mit deinen Netzen das Gebäude eine Weile vor dem Einsturz bewahren könntest, wäre das eine große Hilfe. Auf jeden Fall. Danke. Wir arbeiten weiter, bis du da bist. Ich finde den Arsch gar nicht mal so gut. Tja. Mehr für mich. Jetzt hat er fast einen Bizeps wie Liz. Ich wünschte, ich hätte so einen Bizeps. Ein bisschen Bischalbi. Das ist genauso attraktiv. Die Leute werden belästigt. Da muss ich hin. Letztes Mal habe ich mir bei sowas den Rücken verhängt. Moment, was? Also bei Spider-Man sage ich auch nicht nein. So, Überfall. Vielleicht schwingst du sie einfach nicht vernünftig. Ich glaube, dieser Haarschnitt macht dich stark. Weißt du was? Gib mir zwei. Komm, ihr musstet doch wissen, dass ich hier auftauche. Ah!
Einer meiner größten Erzfeinde! Verstärkungen! Was passiert hier gerade? Ich bin verwirrt, was passiert da gerade? Oh nein! Ja, genau, was? Wieso? Oh mein Gott, ich hab das Spiel kaputt gemacht! Ups. Hui. Zerquetscht dich, Spinne. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich glaube, ich sollte die mal lösen. Los geht's. Du Heilige. So, hab kurz nicht aufgepasst. Wer hat gewonnen? Und Fertigkeitspunkt. Okay. Deren Boden war auf einmal schief. Ich glaube, ich habe die irgendwie ein bisschen zu sehr in den Boden gerammelt. Ach ja. Ich finde Frau Per se attraktiver, bei Typen stehe ich weniger aufs Äußere irgendwie. Sondern auf die inneren Werte, oder wie? Was jetzt an sich ja nicht. Also sollte man so oder so eigentlich auf die inneren Werte. Ist natürlich dann noch ein Bonus, wenn es dann für die Person noch deren Typ ist, ne? Warum rammelst du Dinge in den Boden? Weil ich es kann.